Bei der Challenge war alles Mögliche dabei. Wir hatten von drei verschiedenen Sport-Challenges bei drei richtig krassen Trainern bis über zu Nutrition-Challenges. Das Interessanteste für mich waren tatsächlich die Nutrition-Sessions, weil ich da die meisten Fehler immer selber mache. Und das eine coole Gelegenheit war, um Fragen zu stellen, Feedback zu bekommen und auch coole neue Alternativen kennenzulernen, die ich so selber persönlich nicht kannte. Am lustigsten war eigentlich, die ganzen Leute hier kennenzulernen. Man hat viel Spaß zusammen gehabt, das Training hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass man sich über das Training hinaus noch weiter sehen kann und so über die Challenge generell.